Müssen wir hier hochklettern? Das machen wir auch. Oh, jetzt kommen wir die Greifenklauen zum Einsatz. Das hatte ich ja auch schon lange nicht mehr. So, genau, hopp. Und, huch. Nicht da wieder runter. Ist es denn wahr? Oh, sieht aber schön aus. Ja, da steht doch einer. Ich bin Wissenschaftler. Dieser Platz ist am sichersten. Die Erde ist in großer Gefahr. Von hier aus will ich Zeuge des Weltuntergangs sein. Willst du mir zuhören? Ja klar. Was ist das denn schon wieder für ein Negativer? Hier ist es. Die Natur wird zerstört. Früher war sie den Menschen heilig. Doch heute kümmert sich niemand mehr um Pflanzen und Tiere. Die Menschen sind größenwahnsinnig und wollen alles beherrschen. Hier könnte der Anfang vom Ende gewesen sein. Das sind meine Gedanken. Ich sah auf diese wundervolle Welt und dachte nach. Dabei wurde ich auf eine Stimme aufmerksam, die meinen Namen rief. Ein älterer Junge wird kommen und einen Stab tragen. Die Stimme sagte, ich soll ihm den Mondstein geben. Es war, als käme die Stimme aus der Tiefe der Erde. Nimm diesen Stein. Seit meiner Kindheit trug ich ihn bei mir. Arke hält den Mondstein. Yay! Und da haben wir schon drei. Wir haben schon über die Hälfte eingesammelt. Ja, ist es denn mal. So. Ja, ist gut. Jetzt halt ihr nicht mal so lange hoch. So, jetzt spreche ich nochmal. Ich hoffe, ja, jetzt kommt nicht wieder der ganze Dialog. Die Leute denken nur an heute. Niemand denkt an morgen. Boah, weise Worte. So, fuck off Fallschaden. Einfach runter da. Genau, so. Ach, wo bin ich denn jetzt hier? Nee. Einfach mal hier reingelaufen. So, zack. Jetzt geht es... nach Astarika, genau. Wir gehen erstmal in den Tempel. Da sind wir ja vor ein paar Parts sind wir da ja kurz vorbeigeschaut. Ja, stimmt, das war ja auf meiner Welttournee. So, genau, jetzt müssen wir da allerdings hin, um den Mondstein abzugreifen. Hm, ja, genau. Schwupps. Ja, wieder diese unheimliche Musik. Ark hört ein unheimliches Flüstern. Ark, nimm den Kelch, der auf dem Altar steht. Ark führt den Kelch wie unter Hypnose zu seinen Lippen. Nom 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 nom. Ja, erstmal dahin kotzen. Sind sie doch nicht auf dem Festival, ist es denn mal. So, was passiert jetzt? Oha. Zack. Ark fainted. Das ist Astarika. Das heilige Land wacht über die Menschheit. Ark, beim Erwachen wirst du Zeuge einer seltsamen Vision sein. Mhm. Oh, Mylin und Perry. Hallo. Achso, ich kann mich bewegen. Mylin? Du bist es? Was machst du hier? Was erlaubst du dir? Ich bin Mylia. Ich diene Lord Myla. Okay. Perry? Perry aus Liberita? Ich bin Pela, ein Jünger von Lord Myla. Höre, was Lord Myla dir sagen möchte. Myla, jedes Jahr feiern wir in Astarika eine heilige Zeremonie. In diesen sechs Kelchen wird der Tau der Nacht gesammelt. Ein Kelch soll die Trinkenden den Göttern nahebringen. Der Auserwählte kann ein Jahr ohne Essen und Trinken aushalten. Doch der falsche Kelch bringt den Tod. Wer richtig fehlt, lässt aus unserem Stamm einen neuen Gott entstehen. Das letzte Ritual fand genau vor einem Jahr statt. Zwei Priester bereiteten alles vor, doch sie kehrten nie zurück. Du als verwegener Kämpfer solltest gehen und dich ein wenig umschauen. Ne, raus können wir nicht gehen. Jedes Jahr... Nein, 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 nein. Ah, curse you, ey. Mann. Ja. Och, meine Fresse. So. So, Hinweise. Ne. Ja. Können wir irgendwas schmeißen? Ich will irgendwas kaputt machen. Nee, aber hier kommen wir rein. Hui. So. Oh, ist schon wieder die Farbe? So, gucken wir mal. Tut, 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 tut.
Was ist denn hier los? Was muss ich denn machen? Ja, durch Zaubern geht die Tür. Wahrscheinlich muss ich die Statuen da oben hinschieben, oder was? Hm, guck ich mal. Probieren wir es einfach mal aus. Arkesian, junger, starker Hüpfer, der schafft das schon. Auf, hopp, 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 hopp. Und hopp, du nach rechts. Ach, arg, ein zu weit ist es ja mal. Du musst deine Kräfte unter Kontrolle halten. Genau, eins. Ich hoffe mal, das ist jetzt richtig. Was anderes kann ich mir jetzt ja nicht vorstellen. Genau, und hopp. Und weit, los geht's. Ey. So, schwupp, schwupp, schwupp. Bin mal gespannt, was dann hinter der einen Tür auf uns wartet, die da schon in den Felsen eingezeichnet ist. Hier die Umrisse, wie man das jetzt sieht. Ich hoffe mal, das war jetzt richtig. Ja, war richtig. Yay. Was, Gegner? Huch. Ey, der hat uns angeschissen hier. Genau, Attacke. Wow. Ach, ich esse mal blödes Mistvieh. Ey. Die Spinnen sind schon ein bisschen stärker. Ich esse denn mal. So, hier ist eine Truhe. Oh, nicht die Augenviecher. Arke hält Kampfanzug, ja, den. Oh, das ist doch toll. Rüsten wir auch direkt aus. Aber warum gehe ich denn jetzt zu den Waffen, ich Idiot? Genau, ich will die Prisma-Lanze haben. Vielleicht machen wir ja so ein bisschen mehr Schaden. Und dann rüsten wir auch direkt den Kampfanzug aus. Wo ist er denn? Das Dingen ist das? Wandelt Stärke in Glück gegen Verwirrung. Ja, das ist jetzt ja nicht so pralle. Lassen wir den auch direkt mal da hängen. Oh, das ist viel stärker. Das nehme ich doch. Komm her. So, perfekt. Kaputt. Hopp. Ja, ich könnte jetzt hier noch ein bisschen trainieren eigentlich, aber mache ich nicht. Nö, warum? Oh, das waren zwei. Ja, was? Wir sind schon Level 31. Woi. KP steigt um 14. Stärke um 3. Alter Lachs. Abwehr um 3. Glück um 3. Boah, das war echt gut. Und wir haben schon über 400 KP. Nicht schlecht, Herr Specht. Ach, diese blöden Augäpfel. Komm her. Ach, jetzt du musst ja auch umdrehen, Ark. Oh Gott. Überraschungsangriff. Ey. Also ist es denn wahr? Die gehen mir aber um. Jetzt stirb, verdammt nochmal. Genau. Ja, das waren bis jetzt die nervigsten Gegner eigentlich, hier diese blöden Augen. Boah, 1000. Das war bis jetzt, glaube ich, mein höchster Schaden, den ich gemacht habe. Genau, du bist weg. Dich sammeln wir ein. Komm. Zack. Schön Geld eingesammelt. Wir wollen uns ja noch eine Rüstung kaufen. Die war, glaube ich, um 7 höher. Das ist eine ganze Menge. Oh, Füder Reut Melina? Aha. Unglaublich. Hast du den richtigen Kelch ausgewählt? Also warst du am Leben. Ich kann die Szene von vor einem Jahr sehen. Du befandest dich an der Rückseite des Altars. Du warst zu einsam. Doch du hast das Jahr der Einsamkeit überstanden und bist stark. Dieses Jahr kommt mir vor, als sei es jahrzehntelang. Jeden Tag hatte ich Angst, die Kerze des Lebens könnte erlöschen. Doch es kam nicht so weit. Erst jetzt erkannte ich die wahre Bedeutung der Götter. Oh, ich habe wieder so ein Kratzen im Hals. Ach mein Gott, das stört ganz schön beim Vorlesen. Oh. So, was geht jetzt hier ab? Das ist alles ein bisschen komisch. Menschen sind sehr pathetisch. Getrieben von Wünschen leben sie im Elend. Dieses dümmliche Ritual dient dazu, über andere Stämme Macht zu gewinnen. Ich habe genug von den Menschen. Wenn sie verschwinden, herrscht Ruhe. Was machst du? Ich mache dich zum Gott, zum Todesgott. Melina, halt! Was ist denn an einem endlosen Leben schlecht?
wieder! Hör auf! Es ist zwecklos, jetzt etwas zu sagen. Niemand wird es verstehen. Hä, wieso reden die jetzt vom endlosen Leben? Sind die jetzt auf Berugas Seite da oder was? Bevor ich die Welt verlasse, will ich dir etwas offenbaren. Nur Menschen kennen die Emotion Liebe. Roy! Oh, nom 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 nom. Fida, ich liebe dich. Nach unserer Wiedergeburt treffen wir uns wieder. Was geht denn hier ab? So, jetzt will ich erstmal wissen, was hier los ist, Fräulein. Ich habe genug von den Menschen. Wenn sie verschwinden, herrscht Ruhe. Der Kelch hinter dir ist bis zum Rand gefüllt. Trink. Ha, ja, komm, wir hören mal auf die. Ach so, der. Wir haben Göbbeln, das ist aber. Und nu? Wieder am Feinten? Das Ende des Lebens ist banal. So. Oh, eine Schatztruhe. Hm. Was hat das jetzt zu bedeuten? War das eine Zukunftsversion? Wo hat das gespielt? Keine Ahnung. Oh Mann, was für ein Traum. Der Kelch scheint leer gewesen zu sein. Oh, was hast du in deinem Kopf? Arke hält den Mondstein. Ja, ist es denn wahr, was hier schon wieder alles passiert? Aber was mich jetzt interessiert, können wir jetzt eigentlich da hinter in den Gang nochmal rein? Ja, anscheinend geht's nur von rechts, wenn überhaupt. Nee. Dann verschwinden wir hier auch mal ganz schnell. So, Astarica ist erledigt. Du, und jetzt geht's nach Neo-Tokyo. Die Beruga ja im letzten Part ausgelöscht hat, weil er es kann. So, Neuseeland, ne, Australien auch nicht. So, gegen das Riff wollen wir auch nicht fahren. So, wo ist denn Neo-Tokyo? Das dürfte ja hier irgendwo sein. Wo ist er? Zeig dich! Du Schuft. So, wo ist das? Bin ich jetzt bescheuert? Okay, hier ist ja Mai. Ah, hier oben. Genau, ab nach Neo-Tokyo. Okay. Suchen wir nochmal alles. Wer weiß, wo wir hier was finden. Der Hinweis hat ja gelautet, in einer Totenstadt. Und ich denke mal nicht, dass es Luran ist. Okay, können wir nichts machen. Wahrscheinlich ist jetzt die Kanalisation zugänglich, beziehungsweise haben sie da vielleicht ein paar Bewohner hingeflüchtet. Wer weiß. Aber gucken wir uns nochmal um. Ist auch nichts. Ja sein können, dass hier noch irgendwo ein Kristall rumfliegt oder ein Überlebender. Wahrscheinlich hat diese gelbe Strahlung hier alles weggefressen. Okay, da geht's in den Untergrund, da gehen wir gleich rein. So, hier ist Antikes, da konnten wir ja auch nichts kaufen, jetzt können wir erst recht nichts mehr tun. So, was war hier? Okay, hier war ja das Bordell oder Freudenhaus. Okay, ins Hotel können wir, aber speichern können wir, das ist schon mal gut. Können wir schlafen? Nee. Aber speichern tun wir mal eben unseren Fortschritt. Dass wir ja alle Städte jetzt entwickelt haben, das ist mal eine Speicherung wert. Und ich bin auch hier so ein bisschen unvorsichtig. Ich mache die ganze Zeit nur ein Safe-Game hier. Das ist auch nicht so vorteilhaft, wenn man RPGs macht und alles. Für fatale Entscheidungen und dergleichen. So, hier war ja die Polizei. Glaube ich. Oh. Was? Was ist das für ein Geräusch? Es scheint von dem Tisch dort in der Ecke zu kommen. Sieht aus, als ob ein Empfänger in der Schublade sei. Ark findet einen Empfänger. Way. Was er nicht alles findet hier. Wie ist es denn die Möglichkeit? Na komm. Eine leise Mädchenstimme ertönt. Hilfe! Bitte hilf mir! Jemand ist noch am Leben! Hier ist ein Überlebender! Zu Hilfe! Mutter! Vater! Hörst du mich? Wo bist du? Zu Hilfe!
Ja. Es hört sich nicht so an, als ob sie damit umgehen könnte. Sicher hält sie den Sprechknopf die ganze Zeit gedrückt. Hey, lass den Knopf los. Ruhig. Hörst du das Geräusch im Hintergrund? Hilfe! Hört mich jemand? Für eine Klospülung. Klingt wie Wasser. Und das, obwohl es hier keinen Fluss gibt. Dann muss es hier eine Kanalisation geben. Unter der Erde. Ja, wo denn auch sonst? Okay. Da haben wir ja jetzt auch den Hinweis erhalten, in die Kanalisation zu gehen. Aber wir machen natürlich auch vor den restlichen Gebäuden hier oben nicht Halt und gucken mal, was da so geht. Wir rüsten auch mal vorsichtshalber mal den Empfänger aus. Nicht, dass wir irgendwo noch was verpassen. Wo ist das Scheißding denn? Ah, hier. Och, wie modern. Kommunikation über weite Strecken. So, nimm das. Und weiter geht's. So, was haben wir hier? Hier war ja, glaube ich, die Zeitung oder so. Genau. Oh, dass ich das alles noch weiß, ey. Das ist ja ungeheuerlich. Aber hier ist leider auch nichts. So, und hier war ja das Quintettgebäude. Das Easter Egg. So, hier ist auch nichts. Ja, dann machen wir jetzt ohne Umschweife hier den Sack zu und gehen in die Kanalisation. Genau. Ab nach unten. Können wir hier noch irgendwas tun? Nö. Pasteria. Ja, genau, dann gehen wir hier rein. Nanu, diese Tür war doch vorher verschlossen. Ja, und jetzt ist er auf. Oh, das sieht aber schön aus hier. Und weiter geht's nach unten. Oh ja, meine Lieblingsmusik. Bom, 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 bom. Puh, was für ein Gestank. Ich glaube, ich muss... Das alles ist das andere Gesicht... Das also ist das andere Gesicht der Großstadt. Wie ein Krebsgeschwür in einem Adoniskörper. Der Gestank. Ich muss durch den Mund atmen. Ja, hier ist ganz viel... Ah, ey. Stirb, stirb, stirb. Stirb, stirb, stirb. Ja, die Gegner können uns nicht wirklich was anhaben. Oh, hallo. Oh, er platzt auch direkt weg. Nicht gut. Verschlossen. Okay, das sollte ich mir mal merken. Ah! Wow! Ey, das ist mein Gold! Du Arschkrampe, gib das her! Ja, so ja nicht. Ne, das mag ich nicht. So, ich bin der Einzige, der von euch Gold stiehlt. So, hoppa. Zum Glück gehen die alle mit einem Hit kaputt. Genau, perfekt. Zack, tot. Zack, tot. Boah, der explodiert ja ganz schnell. Und hopp. Und hopp, genau. Und weiter geht's. So schön. Ah, hier geht's weiter. Oh, Giftschleim. Stirb. Dann nützt dir das auch nichts. Genau. Ah, hier kommen wir rein. Das ist gut. Basis. Ah, das. Der Empfänger geht wieder. Zu Hilfe! Mutter, ich habe Angst! Ah! Wow, was für ein cooler Schrei. Was? Was ist passiert? Bom, 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 bom. Genau. Er macht erstmal die Schwirbelattacke da rein. Er soll einfach kriechen, der Blödmann. Oh, ein Schatz. Ark hält Kanalschlüssel. Was sehe ich denn da immer für Wörter? Wollte ich jetzt Kanalisationsschlüssel sagen. So. Derjenige von euch, der jetzt gut im Kombinieren ist, der wird herausgefunden haben, dass wir den wahrscheinlich bei der verschlossenen Tür benutzen müssen. Ja, aber wir behalten nochmal das Headset an. So, die EP nehme ich natürlich mit. So, alle in einem Rutsch, nee, doch nicht. Genau, jetzt klopfen wir uns nochmal durch diese ganzen Gegner. Sammelt das Geld ein. Juhu. Ey, die haben ja Maschinenpistolen oder sowas. Naja. Bevor die mich treffen, sind die sowieso tot. Zack. Einer schneller als der andere. Ey, was ist jetzt los? Hilfe! Ein Löwe! Ein Löwe jagt mich! Hilfe! Bitte! Ey, jetzt... Ein Löwe? In der Kanalisation? Ey.
9000, way. Zack. Boah, richtig viel Geld. Komm. Ey, Arschloch. Na, er lässt da nichts mehr übrig. Aber wieso ist hier ein popliger Geist? Ah, jetzt geht's so. Oh, was ist denn das? Warum geht die Tür denn jetzt so auf? Was ist das denn für eine Lotte? Ah! Ein Löwe! Er frisst mich! Beruhige dich! Hast du als Einzige überlebt? Hilf mir! Los, schnell! Da, 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 da. Ah, jetzt aber ganz fix hier. Was sind das denn für Viecher? Keine Ahnung. Okay. Ah, die gehen auch mit einem Hit kaputt, das ist schön. So, was haben wir hier drin? Davon habe ich schon reichlich. Ja, wir sind ja sowieso mal eingedeckt bis oben hin. Und jetzt wieder die normale Musik. Teich. Okay, die machen auch nicht viel Schaden hier. Okay, Geister plätte ich auch mit einem Hit. Also, easy going, sag ich da nur. 700, ey, ist das immer. Ey, die Tour will ich auch haben. Ey, ey, ey. So. Auf Wiedersehen. Arkeheld Glückselixier. Ah, super. Das trinken wir auch direkt. Genau. Glück steigt um 1. So. Hoffe ich mal, dass wir noch mehr kritische Treffer landen. Jetzt geht es aber erstmal den Geister noch an den Kragen. Hopp. Genau. Zack. Ah, wo gehe ich denn jetzt am besten lang? Ich will doch alles einsacken hier. Achso, hier wäre es sowieso. Ah, egal. So, gehen wir erstmal hier hin. So, ist auch tot. Arkeheld Naginata. Was ist das denn schon wieder? Gucken wir jetzt erstmal, was das Naginata ist. Ich glaube, wir müssen mal wieder so ein bisschen was wegschmeißen hier. Also demnächst. Naginata. Einst die Waffe eines Samurai. Ja, dann nehmen wir das Ding auch mal. Ist ja 7 stärker als die jetzige Waffe. Aber macht. Mal gucken. Eine gute Formel gegen die Endgegner hier ist ja auch einfach immer eine Waffe zurück auszurüsten. Keine Ahnung warum. So, den Kristall sehr gut versteckt, wie ich finde. Nehmen wir natürlich auch mit. So. Also ich ärgere mich ja wirklich noch, dass ich ganz am Anfang, als wir auf die Oberwelt gekommen sind, in diesem Sonnenbaum, dass ich da den einen Kristall hinter dem Wasserfall nicht gesehen habe. Weil sonst habe ich wirklich jeden Kristall eingesammelt. Das ärgert mich jetzt einfach. Wow, was ist das denn? Alter. Ein Kristall, juhu. So, dann gehen wir auch mal die Mitte hoch, auch wenn ich glaube, dass da nichts ist. Aber hier ist bestimmt noch ein Gegner, ne? Ne? Genau. Da gibt es bestimmt viel Geld. Jo, ist aber, können wir nachher wieder einkaufen gehen. Ach so, ne, dann gehen wir noch hier unten rein. Vielleicht ist da ja noch irgendwas Leckeres. Dü-dü-dü-dü-dü. Arkeheld Shogun-Rüstung. So, wo ist sie? Genau da ist es. Shogun-Rüstung. Einst trug sie ein Krieger. Als sehen wir aus wie ein richtiger Samurai. Hä? Wieso habe ich jetzt wieder 340 KP? Was soll das denn? Will ich mal wieder zurück? Hä, wieso geht da meine KP runter? Nö, dann scheiß auf das Ding. Was ist das denn jetzt für ein Trick hier? Nö, dann nicht. Arschlecken. So. Ui. Der Showdown. Bitte, verschone mich. Jetzt aber schnell hier. Kommen wir hier noch irgendwas? Nö. Komm her! Höh, wer ist das denn? Schon gut, komm weiter! Ark, der Meisterkrieger ist dein Freund!
Nanu, was ist los mit ihm? Natürlich, Ark! Fällt dir an dem Löwen nichts auf? Sieh ihn dir doch mal genau an! Hollerö! Das ist Liam! Ich half ihm bei seiner Prüfung! Lange her, aber ich weiß es noch! Ja, und schon ist alles wieder tutti. Leider verstehe ich die Tiere nicht mehr. Im Felsental war er so klein und süß. Okay, red ich mal mit ihr. Der Löwe hat sich beruhigt, als du kamst. Ich frage mich, warum. Der Löwe heißt Liam. Er ist ein Freund von mir. Ein Freund? Du Abfahrer. Möchte er vielleicht noch einen Freund? Erzähl mir, was geschehen ist. Die Leute lösten sich einfach in Luft auf. Meine Eltern verschwanden vor meinen Augen. Seitdem war ich ganz allein. Es war furchtbar. Doch dann sprach eine Stimme aus diesem Anhänger zu mir. Sie hat mich aufgemuntert und mir Mut gemacht, nicht aufzugeben. Du warst sehr tapfer. Und du hast es geschafft. Ich fühle, dass du auch allein bist. Ich weiß es. Nimm deshalb diesen Anhänger. Er wird dir Mut verleihen. Ark erhält den Mondstein. Ja, und jetzt haben wir auch den letzten Mondstein. Jetzt geht's aber gleich erstmal schnurstracks zurück nach Lhasa. Nach Lord Kumari. So, aber erstmal schließen wir das hier ab. Was ist denn jetzt schon wieder los? Okay. Aus dem Empfänger tönt eine Stimme. Hallo? Kann mich jemand hören? Ich bin Angehöriger des Liberita-Rettungsteams. Antwortet bitte. Gerettet. Wir hören... Wir sind in einem Kanalstück nahe des Lagerbereichs. Außer mir noch ein Mädchen und ein Löwe. Wir brauchen Hilfe. Alles klar. Haben euch geortet. So. Bald schon wird Hilfe kommen. Gut, ich glaube, ich kann mich mit Liam anfreunden. Ja, und gleich snackt er die einfach weg. Liam, ich muss weiter. Kannst du das Mädchen beschützen? Roar! Gut, braver Löwe. Jetzt hörst du nur noch... Snackert er die weg. Das wäre schon ein bisschen lustig. So, euch nehme ich auch nochmal alle drei mit. Ey. Ey, warum bist du kein Geld da? Was ist denn für eine Unverschämtheit? So, dafür du. Komm. Perfekt. Perfecto mundo. Und du auch nochmal. Ey! Schießt er mich einfach ab. Ja, er lässt auch kein Geld. Ist es denn die Möglichkeit? Achso, hier müssen wir sogar raus. Und wir sind wieder am Teich und machen noch ein paar Gegner kaputt. Vielleicht schaffen wir es ja noch, ein Level aufzusteigen. Wer weiß. Ah, kaputt. Stirb! Stirb! So. Wo sind die lieben Geister? Sind die Geister weg? Nö. Wow, das geht ja echt schnell. Level 32 erreicht. KP steigt... Was? KP steigt um 32? Was ist das denn? Ist das ein Bug? Um 32? Was macht die denn für Sprünge? Jetzt bin ich aber ein bisschen perplex hier. Was ist das denn? Das wäre ja geil, wenn die anderen Werte dann auch noch so mitgestiegen wären. So, zack. Euch mache ich auch noch eben alle kaputt. Ich glaube, ich werde hier, wenn wir hier raus sind, noch ein wenig trainieren. Aber mal gucken. Ich weiß nicht, wir sind eigentlich schon ziemlich stark. So, hopp. Und hopp. Und hopp. Sehr, sehr schön. Geht kaputt. Ach Mist, habe ich zwei. Ach, drei Stück, egal. Ist ja egal. Ach, die kommen sogar hier rüber. Ja, das ist doch ein Service. Ja, so mag ich das doch. Was ist das denn die Möglichkeit? Ah, blödes Ding. Garnele. Ja, wieso? Ich frage mich, wieso wir die jetzt nicht mitgenommen haben. Liam, der hätte uns ja auch ein bisschen helfen können hier im Kampf. Das wäre lustig anzusehen gewesen. Eigentlich brauchen wir ja keine Hilfe, aber... So, wir sind schon mal wieder hier raus. Liam hat bestimmt gerade gut gefrühstückt. So, und wir machen jetzt
uns auf den Weg zurück nach Lhasa. Ja, wo ist das Team denn? Wahrscheinlich in der Polizeistation, oder? Ja, das interessiert mich jetzt doch mal. Die haben doch da rumgefummelt. Die müssen doch das von da gesendet haben. Hier ist aber keiner. Hä? Naja, okay. War anscheinend nur so, da waren die Entwickler wieder zu faul, so ein bisschen. Was soll's. Verdünnisieren wir uns jetzt erstmal. Wie kommen wir denn jetzt nochmal... Achso, ja. Müssen jetzt wieder zum Balkan. Ah, ich dachte eigentlich, da sind wir jetzt mal fertig. Müssen wieder durch diese dämliche Wüste. So, gehen wir nochmal hier rum. Dann können wir auch direkt nochmal in Lhasa speichern. Und dann wird uns der liebe Lord Kumari, denke ich mal, davon berichten, was wir als nächstes tun müssen. Oder müssen wir direkt schon hier zum Grab gehen? Ich glaube, der hatte erwähnt. Ja, wir fahren einfach jetzt mal zum Grab. Aber dann, meine Freunde, werden wir im nächsten Part erst sehen, wie es da weitergehen wird. Ja, so gemein bin ich jetzt mal. Wir haben jetzt alle Mondsteine gesammelt. Vielleicht geht es da ja auch noch gar nicht weiter, ohne dass wir nochmal mit Lord Kumari gesprochen haben. Aber das werden wir, wie gesagt, im nächsten Part herausfinden. Also, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht hier in der am Südpol bei diesem komischen Grab, dann schaltet wieder ein. Ich würde mich freuen. Bis dann, meine Freunde.